Hey meine Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Meine Freunde, ich weiß, ich habe heute jetzt kein richtiges Roleplay-Video hochgeladen, aber ich möchte für euch Abwechslung bringen. Es ist ein schöner Kurzfilm, den wir ganz chillig jetzt zusammen schauen werden und ich hoffe, der gefällt euch und ich laber nicht viel, deswegen gehen wir schon rein. Ja, meine Freunde, das ist jetzt noch richtig entspannt, gerade in einem Haus, in einer WG, glaube ich. Der Ehrenbruder ist jetzt gerade aufgewacht. Er heißt Johnny. Nee, er hieß nicht Johnny. Doch, das ist Johnny, genau. Johnny wacht jetzt auf entspannt auf, sieht draußen, wie Leute zum Beispiel, Paare sich lieben und er denkt sich halt, ja, warum habe ich keine Freundin? Dann haben wir hier einen Kollegen, der zu ihm sagt, ey, komm her, ich helfe dir doch. Oh nein. Und dann, er hat jetzt nur so getan, als würde ihn helfen und lacht ihn jetzt aus. Okay, Digga, das ist jetzt auf jeden Fall ein sad moment für den Ehrenbruder. Das tut mir auch ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr leid. Aber er denkt sich, ey, er schafft es eines Tages doch. Ach, wer ist denn das, Digga? Herr Lama ist jetzt am Start. So, was sagst du denn zu Herr Lama, Johnny? Magst du ihn? So, Freunde, mal gucken, was er jetzt sagt. Ich glaube, er wird ihn mögen. Aber er sieht jetzt, warum der Johnny traurig ist, weil er nämlich draußen sieht, dass Leute Freundinnen haben und er halt leider nicht, ne? Oh Mann, Mann, Mann. Er sagt jetzt, ey, komm du mit. Ich werde dir eine geile Spritztour besorgen. Wir gehen auf entspannt irgendwo hin. Und dann bist du abgelenkt von dem ganzen Zeug. Ja, das ist auf jeden Fall wild für ihn, ne? Das ist so eine kleine Ablenkung. Ist richtig entspannt. Die fahren jetzt hier durchs Wasser, überall hin. Die kommen dann jetzt irgendwo an. Die fahren, glaube ich, nach Misty Meadows, wie es gerade aussieht, oder? Ich glaube, tatsächlich fahren sie jetzt wirklich dorthin. Oder? Ja, doch, tun sie wirklich sogar. Hier haben wir den Schleimi, aka Johnny. Und seinen Kollegen. Oh yeah. Das ist so, glaube ich, nur eine Mädchenstadt, oder wie? Wird er sich jetzt eiskalt 5 Mädels klären, oder was? Er wird sich jetzt richtig gönnen. Er wird sich jetzt, glaube ich, absolut gönnen, Leute. Richtiger Ehrenmann. Ey, ich feiere ihn absolut, Mann. Was passiert jetzt? Ah, die treffen sie jetzt zum ersten Mal. Wird er sie eventuell klären können, Leute? Oh yeah, sie zeigt ihm jetzt ihre Tricks. Und er denkt sich jetzt halt auch, oh, er sagt nein. Der Kollege ruft ihn und sagt ihm wahrscheinlich jetzt, ey, geh mal woanders ein Mädchen klären, sie passt vielleicht nicht zu dir. Er schaut durchs Fenster und sieht eine blonde Frau oder einen Mann, ich weiß es nicht genau. Er freut sich absolut. Geht sie jetzt erstmal ansprechen. Ich hoffe, das klappt für den Ehrenbruder. So. Hallo. Ist jetzt auf einmal ein Mann, ne? Der Arme. Oh ne, jetzt wurde er auch noch von ihm verarscht. Okay, Leute, das ist jetzt ehrlich traurig. Er denkt sich jetzt, ey, ich werde dich sowas von umbringen, nachdem du mir das angetan hast. Oh yeah. Er denkt sich jetzt, soll ich sie ansprechen? Ich glaube, er läuft jetzt hinterher, oder? Was wird Johnny jetzt machen, Leute? Ich glaube, Johnny läuft jetzt hinterher und will sie dann klären, oder? Alter, das ist aber cool. Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel Selbstbewusstsein hat, nachdem er so traurig war die ganze Zeit. Das ist aber cool. So, jetzt schaut er sie durch Fenster an, was jetzt schon so stalken ist, ne? Und sie macht hier Sportübungen. Und er denkt sich, boah, was eine Bombe. Ich muss sie klären, denkt er sich jetzt. Willst du jetzt sie wirklich klären? Und sie sagt, hallo, wer ist denn da? Hallo, ich bin's Johnny, er stellt sich wahrscheinlich vor. Sie sagt, komm rein. Oh yeah, Johnny, du hast es jetzt... Oh yeah, der Bruder sagt auch, du hast es wirklich gut gemacht. Geil. Jetzt geht er rein. Also... ins Haus rein, Leute. Nichts Böses denken. Er freut sich jetzt, ne? Gönnt ihr Küsschen sogar?
Und sie sagt einfach, du hast Mundgeruch, verpiss dich. Nein, der Arme. Ui, das ist echt armselig, Mann. Der Arme. Da kommt jetzt, glaube ich, ihr großer Bruder jetzt, ne? Also, er tut mir jetzt ehrlich gesagt leid, Freunde. Ach nee, wann wird der jetzt endlich ein Mädchen klären können? Er tut mir jetzt ehrlich leid, Mann. Er hat sich wirklich vom Herzen gewünscht, dass er jetzt ein Mädchen klärt. Haut ab und sie denkt sich halt, was ist hier los? Er wahrscheinlich auch. Die fahren jetzt hier am Abend ganz entspannt irgendwo weiterhin. Es wird jetzt richtig entspannt, Mann, für ihn. Es ist zwar traurig, aber... Warte mal, die sind ja gar nicht nach Hause gefahren, sondern nach Dirty Dogs, der Arbeiterstadt, oder? Ja, das ist eine Arbeiterstadt, Leute. Aber das sieht doch cool aus, Mann. Richtig, richtig toll. In einer Arbeiterstadt. Er sieht das erste Mal nochmal ein Mädchen und denkt sich wieder, ey, sie will ich mir holen, Leute. Und ich hoffe, dass es diesmal wirklich für ihn klappt. Er sieht richtig, richtig toll aus. Und das Mädchen auch. Sein Bottleflip ist leider daneben gegangen. Und von ihr ist er tatsächlich richtig super geworden. Er ist jetzt ein bisschen, naja, schade, wieso ist meins nicht so gut und so. Aber mal gucken, Leute. Er fragt ihn jetzt, er nimmt ihn irgendwo anders mit, der Ehrenbruder Lama. Die hören Stimmen, Leute. Und fragen sich so, hä, was ist denn hier los? Okay. Ich glaube, die gehen jetzt nach unten, oder? Okay. Die hören irgendwas, Leute. Die fragen sich gerade, was ist denn hier los? Ich hoffe, dass das Ganze jetzt entspannt wird. Und die... Oh, da kommt jetzt auf einmal ein Mädchen aus dem Nichts. Er sagt Hallo. Und sie holt eine Pistole raus. Okay, er ist jetzt auf jeden Fall sehr ängstlich. Der Lama hat aber eine Shotgun mit dabei. Sie haut aber ab. Das ist aber gut. Er feiert sich jetzt absolut dafür. Schön. Okay, was denkt er sich? Er sagt, glaube ich, er regelt die Situation und rennt ihr hinterher erstmal. Ob das jetzt tatsächlich eine gute Idee war, meine Freunde, weiß ich nicht. Aber er haut ihr quasi hinterher. Ich hoffe, dass er das jetzt auf entspannt macht. Das ist jetzt richtig cool, Leute. Okay, er sagt Hallo. Sie denkt sich, was willst du von mir? Er gibt ihr Küsschen und sie schlägt ihn eiskalt mit ein paar coolen Kicks. Oh, der Arme, schon wieder wurde er gehauen, Freunde. Ein weiterer Tag zieht vorbei und er wacht auf. Wo wacht er denn auf? Er wird erstmal... Warte mal, der wurde versorgt von dieser schönen Dame. Alter, das ist aber toll. Oh, das ist aber süß. Oi, ich glaube, er hat sich jetzt in diese schöne Dame verliebt. Ey, das ist aber richtig süß. Ich habe jetzt wegen dem Thumbnail gedacht, dass er 5 Freundinnen hat, aber ich glaube, er klärt sich die Frauen halt einfach auf die Art und Weise. Ey, das ist echt süß, Mann. Oi, Mann, Mann, Mann. Die Liebesgeschichte von dem Ehrenbruder ist echt süß, Leute. Schaut mal, die zu zwei tanzen jetzt erstmal. Schleimi, echt super, 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 super toller Typ. Mann, ey, das ist echt süß, Leute. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Ich glaube... Oh, die laufen jetzt zusammen durch die Stadt, Dirty Dogs. Sind jetzt ein Paar geworden. Die passen aber auch voll zusammen. Beide sind blau. Und sie ist auch mega süß. Der blaue Skin. Echt toll. Er hat jetzt Fische gesammelt. Er gönnt sich jetzt eiskalten Fisch. Mega süß, Leute. Und sie lacht sich hier kaputt und denkt sich, ey, du gönnst jetzt Fisch, Alter. Ich werde mir jetzt auch noch einen Fisch gönnen. Geil. Oh, das ist aber echt süß, Leute. Er hat jetzt ihren Fisch gedroppt, Leute. Das ist echt süß. Er lacht sie jetzt auch noch komplett aus. Oh nein, der Fisch von hinten. Und denkt sich, nein, wieso isst ihr mich? Und jetzt kommt der Ehrenbruder und erschreckt ihn. Bam. Oh, er tötet ihn einfach, statt ihn zu erschrecken. Let's go. So kann man es auch machen, Leute. Geil. Er sagt, ey, tschüss. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und der denkt sich, ja, Mann, let's go.
Ich und meine Freundin werden jetzt ganz entspannt zusammenleben. Das ist echt süß, Leute. Mega, mega süß, meine Freunde. Ey, ich würde so gerne weiter auf solche Videos quasi reagieren oder kommentieren oder was auch immer, Leute. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt jetzt alle eine 1 in die Kommentare und bitte, wenn es euch auch gefallen hat, teilt es mit euren Freunden oder unbedingt ein Like da lassen, denn bei 3000 Likes kommt morgen nämlich die nächste Folge. Ansonsten, meine Freunde, könnt ihr sehr gerne auf meinem Zweitkanal vorbeischauen oder auch auf Twitch, denn da bin ich sehr oft live. Wir streamen zusammen, wir gucken uns Videos an, wir spielen Arena, wir machen sogar zusammen Roleplay-Videos. In diesem Sinne wollte ich ein bisschen Abwechslung reinbringen und wenn es euch gefallen hat, kann ich gerne öfters sowas bringen. Tschüss, meine Freunde. Ich wünsche euch allen noch einen schönen, angenehmen Tag und wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Küsschen geht raus. Auf die Nüsschen. Bis morgen.